Weiter, 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 zurück, zurück. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Und nach oben möchte ich natürlich auch. Wir müssen jetzt wohl oder übel ein Stimpack nehmen. Ich lege sie mir mal wieder auf die 8. Stimpack, 8. Dann weiß ich Bescheid. Was für eine Verschwendung, Mensch. Aber das muss jetzt hier. Und dann bitte noch ein Schlückchen ekliges Wasser. Ja, stimmt. Davon haben wir so viel. Flup, flup. Und essen, wenn wir schon mal dabei sind. Potato Crisp. Ist mein Hunger überhaupt gerade weniger geworden? Jetzt jedenfalls. Wirkte gerade ein bisschen mysteriös. Aber nur ein ganz klein bisschen. So, speichern. Hochrennen. Flup, 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 flup. Waren wir schon hier drin, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Nie im Leben. Sierra Madre Chips, die brauchen wir. Alle. Eyeglasses. Gilt als Outfit, ne? Sollten wir mitnehmen. Gibt Chips. Informatik intim. Und vielleicht die ein oder andere Ladung Scrap Electronics. Man weiß ja nie, ne? Ist ein Outfit. Au, 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 au. Vorsichtig. Die andere Seite wollen wir uns natürlich auch angucken. Und los. Komm, 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 komm. Durchgerannt. Ist ja wichtiger Kram. Mad Ex, natürlich. Darauf haben wir so lange gewartet. Heftchen. Und das Wasser zumindest. Und hier könnten wir auch was trinken, wenn wir wollen. Oh, ein Versteck. Verstrahlter Scotch. Haben wir den zuvor schon mal irgendwo gesehen? Ach, nimm mal mit hier, ne? Was soll der Geiz? Dafür haben wir uns doch so sehr auf Tragekapazitäten gebufft. Nee, das ist mir zu verstrahlt. Die Police Pistol bitte auf Vordermann bringen. Police Pistol! Zack! Und sonst erstmal nichts weiter. Hilfsmittel, verstrahlter Scotch. What the heck? Intelligenz minus 1 und Stärke plus 2. Können wir auch nicht wirklich verticken. Bisher. Deswegen eigentlich totaler Unsinn, dass wir den mitschleppen. Totaler Unsinn. Ebenso auch der andere Scotch. Oh, die ganzen Hefte. Ideale Verkaufsware. Aber derzeit können wir auch diese hier nicht verkaufen. Das ist durch hier wieder, ne? Die Ecke. Richtig. Lokale Karte. Ja, sieht verdammt danach aus. Wir müssen aber nochmal hier hin. Ich setze den Marker. Erstmal in Sicherheit rennen. Wir wollen da lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier mussten wir durchsprinten. Genau. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Das ist nur normaler Staub. Warte mal. Ach ja, stimmt. Der Typ. Oh, ich wäre fast abgehauen. Ganz vergessen. Aber wir haben ja auch unsere eigenen Probleme hier. Kommen wir denn da hoch? Die Tür da. Wie? Also einfach so von hier aus ist es sicherlich nicht möglich. Wir kommen gleich, Kollege. Der Marker ist da drüben. Chips. Ja, die Ecke sollten wir uns angucken. Hier gibt es noch Chips. Bleibt zu hoffen, dass dieser Tourist sich etwas beeilt. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ich komme gleich. Oh ja, die Ecke. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Aber erstmal hier die nebensächlichen Hütten. Haben wir dich schon geöffnet und geplündert? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin bestimmt schon an der ersten uniken Waffe vorbeigerannt. Oder Karte oder so. Bei so vielen Touristen könnte man fast meinen, ich komme gleich. Geh gleich los. Und außerdem bin ich nicht freiwillig hier. Deswegen, Tourismus trifft es nicht ganz. Eher Kidnapping. Aber da hat ja jeder seine eigene Bezeichnung. Hallo, bist du hier? Metallkiste. Nothing. Doch hier. Wolkenrückstände. Die müssen wir noch verkochen. Beim nächsten, naja, da genau, bei dir hier. Bei der elektrischen Heizplatte. Ghostzeit. Das komplette Paket, bitte. Weiß noch nicht, was uns das bringt.
aber eventuell mehr Schaden bei den Geistersammlern. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht täusche ich mich da. Oh, da ist einer. Hey Mann, du lebst ja. Das ist ja großartig. Bist du mein erster Begleiter? Ich sollte erst den Supermutanten abholen, aber ich will jetzt erstmal dich mitnehmen. Nehmen Sie Platz. Setzen Sie sich doch. Eine Sache nach der anderen. Ich will erst gucken, okay? Erst gucken. Wir müssen erstmal eine Pause gönnen. Okay, machen wir. Wir gönnen uns eine Pause. Oi. Das Sierra Madre. Ein echtes Schmuckstück. Absolut. Haben Sie hier eingeladen? Vielleicht haben Sie Ihre Stimme auch nicht per Funk gehört. Sind einfach nur verwirrt hier aufgewacht, wie wir anderen. Wenigstens atmen Sie. So sieht's aus. Übrigens sollten Sie nicht plötzlich aufstehen oder sich schnell bewegen, ganz egal wie unbequem der Stuhl ist. Das Kissen ist nur Zierde. Sprengstoff 25. Hoffentlich explodiert das Ding nur in eine Richtung, sonst bringen sie uns noch beide um. Klingt so, als ob sie sich mit Heimwerken auskennen. Ja, ich habe dich durchschaut. Bestimmt mächtig stolz. Aber wenn Sie ohne meine Erlaubnis aufstehen, dann blase ich Ihren Arsch so hoch in die Luft, dass der Mond rot wie ein Aber auch Harry Ihren! Wird. Vergessen Sie das nicht, also Domino! Machen wir es kurz und schmerzlos und bringen das Gespräch ohne Missverständnisse hinter uns. Sprache 25. Ich hebe mir meine Fragen bis zum Schluss auf. Fahren Sie fort. Und genau das hat mir gefehlt. Ein begeistertes Publikum. Ich mag zwar in der Unterhaltungsbranche sein, aber das macht mich noch lange nicht zu einem Deppen. Kennen wir den nicht von irgendeinem Plakat? Nur als Mensch noch? Heißt. Ich bin Teil dieser Sache. Ich will meinen Vertrag auflösen. Und wenn Sie mich da reinstecken, freut mich das gar nicht. Also, falls Sie Teil der Sache Der Name sind, kommt mir so bekannt vor. Geht, dann habe ich ihr das Sagen. Falschen 50. Sie glauben, Sie hätten einen Verhandlungsvorteil? Wovon reden Sie da? Unsere Halsbänder, diese Kettchen, sind miteinander verbunden. Sterbe ich, sterben auch Sie. Eine interessante Klausel. Hast du nicht bedacht, ne, Dean? Aber einen wirklich miesen Vertrag. Wir beide haben den. Jetzt, wo ich Sie getroffen habe, fängt es an, Sinn zu machen. Okay. Sieht aus, als ob ich doch noch den Bund fürs Leben schließen müsste. Ich lausche, Kumpel. Was kommt als nächstes, wenn wir jetzt, bis dass der Tod uns scheidet, sind? Treffen wir uns beim Brunnen, dann werden wir erfahren, was der nächste Schritt ist. Viele Möglichkeiten habe ich wohl nicht. Der Brunnen, was? Hoffen wir, dass das Hologramm noch funktioniert und die Batterie noch Saft hat. Funktioniert wieder, ich hat auch keine Ihnen, Soundbugs mehr. Allein gehe ich sicher nicht. Ich habe das gelöst. Bin zwar kein Feigling oder so, aber in dieser Stadt läuft man lieber nicht ohne Eskorte herum. Ich meine es ernst. Wenn uns ein Einheimischer erwischt, dann kommen wir nicht zurück. Und ich würde Sie gerne im Auge behalten. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, Sie schaffen es auch ohne mich dorthin. Und jetzt los. Wobei, ich nehme ihn gerne mit. Okay, Kumpel. Dean hat ihnen das extra unsteter Lebenswandel gegeben. Dieses extra lässt sie sich kurze Zeit in einer giftigen Wolke aufhalten, ohne Schaden zu nehmen, und reduziert auch den Schaden, der durch die Wolke verursacht wird, um 25%. Oh Gott, wie gut. Davon hatten wir ja vorhin noch geredet gehabt. Hier gibt es eine nice, Mann. Welche Knarren hast du, Dean? Kann ich jetzt aufstehen, bitte? Wenn Sie nicht schon das Schloss am Tor aufgebrochen haben. Okay, kann ich jetzt bitte aufstehen? Danke. Und meine Third Person wieder vernünftig einstellen? Immersiv natürlich. So, Dean. Na, können wir noch irgendwas bequatschen? Meine eigene kleine Kombination aus Fußkette und Hundehalsband ist. Okay, ich habe eines Ihrer Lager gefunden. Wozu haben Sie sie in der Villa zurückgelassen? Warum? Zum Überleben? Ich muss immer noch das Wohngebiet verlassen, um Vorräte zu sammeln, und ich gehe nicht gerne Risiken ein. Verständlicherweise. Die Villa ist gefährlich. Also habe ich dort Waffen und Stims gelassen. Ui. Falls es mal eng wird. Aber dann. Und Redaway, ach nee, das brauchst du ja nicht. Und schnappen sich alles. Ich denke mal, dass das als Notfall zählt, also will ich mich nicht beschweren. Jedenfalls nicht zu sehr. Vorräte stehlen? Was zum Beispiel? Ich muss immer noch essen. Glaube ich zumindest. Das Eine alte Gewohnheit.
wenn auch nicht so glanzvoll wie in der Cantina Madrid. Als ich merkte, was man hier alles finden kann, habe ich angefangen zu experimentieren. Ich bin zwar kein Sternekoch, aber... Nun, hier ist die Mischung, wenn Sie sie vertragen können. Ich nenne sie den Sierra Madre Martini. Und wie machen Sie das? Sammeln Sie Wolkenrückstände von den Wänden in einer Blechdose. Geben Sie etwas Junkfood aus den Maschinen dazu. Dann Nase zuhalten und runter damit. Hier gibt es elektrische Kochplatten, wenn Sie kein Lagerfeuer zum Mischen finden. Da gibt es noch andere Rezepte mit Wolkenrückständen. Da braucht es aber einen zäheren Überlebenskünstler als mich, um das zu brauen. Sind noch andere Leute auf der Suche nach dem Sierra Madre hier aufgetaucht? Touristen, bitte ich. Sie bleiben nie lang. Und sie bleiben nie lang am Leben. Wenn sie die Wolke, das Geistervolk und die Fallen überleben, erwischt sie die Gier. Und sie wollen sich gegenseitig ans Leder. Okay, die Besucher haben sich alle gegenseitig umgebracht? Sicher. Erst denken sie sich einen Fluchtplan aus. Wenn das geschafft ist, kommen sie auf die Idee, dass sie sich alles unter den Nagel reißen können. Sie wägen die Wahrscheinlichkeiten ab, gehen Risiken ein und schalten sich dann gegenseitig aus. Sprengstoffhalsband hin oder her. Aber seltsam, dass die Sprengstoffhalsbänder früher nicht so miteinander verbunden waren. Da hat wohl jemand erkannt, wo das Problem liegt. Was ist mit den Leuten geschehen, die zur Villa kamen? Tot. Wurden von den Sehenswürdigkeiten der Villa, den Einheimischen oder dem wunderbaren Wetter getötet. Kann ich Ihnen direkt sagen, sie blieben nicht eng beieinander. Und wenn doch, dann waren sie im falschen Moment unachtsam. Einige hinterließen Zeichen, um anderen zu helfen. Ja, stimmt. Aber die wurden dann nur von jemandem getötet, der noch ein bisschen... Wir haben auch schon so eine merkwürdigen Zeichen gesehen gehabt. So ein Herz zum Beispiel. Irgendwelche Vorschläge, wie da durchzukommen ist? Nun, wenn man bedenkt, dass auch mein Leben auf dem Spiel steht, klar, so einiges. Halten Sie zunächst mal alle zusammen. Drehen Sie sich um und sorgen Sie dafür, dass Ihre Partner Ihnen folgen. Und lassen Sie sie nicht weglaufen. Okay. Laufen Sie auch nicht wie bekloppt irgendwo hin. Jeder Quadratzentimeter dieser Stadt ist tödlich. Und im Zweifelsfall kommt man nur mit Geduld weiter. Schreien Sie auch nicht. Erregen Sie keine Aufmerksamkeit. Seien Sie leise. Wenn das Geistervolk Sie findet, ist es vorbei. Naja, die sind schon wirklich stark. Dieses Geistervolk. Sie sind die einzigen, die hier draußen überleben? Lebendig ist ein schwieriges Wort. Die Einheimischen, das Geistervolk, bin nicht sicher, ob es auf die zutrifft, sind etwas unzivilisiert. Sie reden nicht viel. Um genau zu sein, gar nicht. Haben Sie versucht, mit denen fertig zu werden? Hab versucht, mit ihnen zu reden. Sie zu bestechen, Essen draußen zu lassen. Nichts. Sie haben nichts anderes versucht. Ich schon. Wenn sie sie fangen, werden sie in die Wolke geschleppt und kommen nie wieder raus. Im Gegensatz dazu wäre es eine Gnade, wenn ihr Halsband hochginge. Mein Tipp? Gehen sie ihnen aus dem Weg. Denn einfach sind sie nicht umzubringen. Das stimmt, aber es geht. Und wie zäh sind die? Man ballert sie nieder. Sie stehen wieder auf. Man sticht sie nieder. Sie stehen wieder auf. Deshalb habe ich ja Sprengfallen. Die Köpfe gelegt. Weggeschossen. Wenn man sie nicht in die Luft jagt, in Teile hackt oder desintegriert, Stehen die Geister wieder auf. Sind nicht genug Kugeln in der Stadt für sie. Wenn man kein richtig guter Schütze ist, sollte man eine Kugel für sich selbst aufsparen. Oh naja, wir haben gut trainiert. Schusswaffen 50. Ich bin ein ziemlich guter Schütze. Ein Schuss, ein Treffer. So löse ich meine Probleme. Nun, sie scheinen ja auf sich selbst Acht geben zu können. Okay. Einmal habe ich einen Glückstreffer gelandet und ihm mit einem Treibstofftank einen Arm abgesprengt. Da ist er nicht mehr aufgestellt. Okay, also Gliedmaßen wegfeuern. Also, wenn sie so gut sind, dann zielen sie nicht auf die Köpfe. Zielen sie auf die Bombe. Und wenn seine Kumpels in der Nähe stehen,
Umso besser. Okay, und wo kommen die her? Kumpel, es gibt mehr Geheimnisse zwischen... Moment. Es gibt mehr zwischen Himmel und... Ach, vergessen Sie. Ah, der Klassiker. Ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, warum ich ein unsterblicher Hurensohn bin, als darüber nachzudenken, warum die am Leben sind. Ich bin froh, dass ich bei klarem Verstand bin. Die sind es sicher nicht. Ja, das ist eine gute Sache. Fragt sich nur, für wie Augen gehabt. Konzentrieren. Ich hatte immer das Sierra Madre, um das ich mir Gedanken machen konnte. Die meisten Leute haben nicht so viel Antrieb, so viel Bedarf. Sind meine Zeit nicht wert. Waren vor der Bombe Geistervolk. Sind es jetzt auch. Gibt es sonst noch etwas, das ich über sie wissen sollte? Was wir auch tun, machen sie sie nicht wütend. Normalerweise sind es nur ein paar. Vielleicht ein Rudel. Aber da draußen sind noch viel mehr. Wenn sie rauskriegen, dass wir uns hier rumtreiben, dann wacht das ganze Wespennest auf. Will gar nicht wissen, wie viele davon diese Straßen füllen können. Guter Hinweis, alles klar. Wir haben noch Fragen. Natürlich. Genau. What are the vending machines all over town? Worum handelt es sich bei diesen Tauschautomaten überall in der Stadt? Diese kleinen Filialläden? Ja. Sinclairs Spielzeugkisten. Steck einen Casino-Chip rein, du kriegst ein Leckerli. Ich mag Leckerli. Stecken Sie einen Casino-Chip in eine der Maschinen und Sie kriegen was dafür. Einen Snack, eine Cola, etwas, mit dem Sie Ihr Hemd flicken können. Manchmal muss man genau wissen, wonach man fragen muss. Manchmal gibt es Codes für, Ungewöhnliches. War wohl für Notfälle gedacht. Okay, Maschinen wie diese habe ich noch nie zuvor gesehen, außer meiner Wohnung in Novak. Ja, nun, solche Maschinen waren vor der Bombe nicht ungewöhnlich. Für Sie sind sie vielleicht erstaunlich. Für mich sind sie Abzocker ohne Seele. Gauner? Sinclair hat dafür gesorgt, dass alles Geld, was man hier ausgibt, nur in eine Richtung fließt. Auch wenn er es anders beschrieben hat. Wie hat er es denn beschrieben? Nannte es Selbstversorgung. Als ob er den Bewohnern einen Gefallen tun würde. Genau. Was kann man sonst noch aus den Maschinen rausholen? In Notfällen kriegt man Medikamente für jede Lebenslage. Aber dafür Sinclair brauchen wir dann die Pläne oder so. Das wissen wir ja schon mittlerweile. Volk. Selbst Sicherheit und Wartung konnten besondere Ausrüstung von ihnen kriegen. Die Angestellten konnten sowas mit kleinen Karten freischalten. Wo finde ich diese Karten? In der Gegend. Ah, stimmt. Die Spielkarten. Ich habe die Grundversorgung gesichert. Solange ich die nötigen Chips habe, um zu zahlen, brauche ich nicht viel. Minimalist? Naja. Natürlich. Natürlich. Erzählen Sie mir was über die Wolke. Die Wolke tauchte kurz nach der Bombe auf, glaube ich. Hab mich in kleinen Dosen dran gewöhnt. Jetzt bedeckt sie die ganze Stadt. Im Laufe der Jahre stieg sie langsam aus dem Sierra Madre auf, bis sie schließlich die Sonne verdunkelt hat. Hab den Himmel seitdem nicht mehr gesehen. Das Geistervolk stört sie wohl nicht. Sie können aber auch nicht durchsehen, weshalb ich die Wolke manchmal als Deckung benutze. Ein sehr wichtiger Hinweis. Haben wir noch Fragen? Natürlich wollen Sie das. Natürlich. Was wissen Sie über die Villa und die Stadt? Wohngebiet, Klinik, Polizeirevier. Halten Sie sich vom Polizeirevier fern. Das ist ein echter. Da muss ich aber hin. Das Geistervolk. Da ist mein Supermutantenkumpel. Wester del Sol sind Ost- und Weststadt. Sonnenaufgang und Untergang. Wenn nicht alles voll giftigem Gas wäre. In die Villa kommen Sie kaum. Die West- und Oststadt aber. Da ist die Wolke. Das wimmelt vor Geistervolk. Als wären es ihre Jagdgründe. Okay, naja, aber früher oder später müssen wir dahin. Und das sind die Standardsachen, ne? Okay, das wäre erstmal genug. Hast du Kram dabei? Können wir dir Kram geben? Dean Smoking, Effekte Sprache plus 5. Du kriegst von uns. Ich hoffe, du nimmst es an. Die Laserpistole.
Aber dann müssen wir dir auch Munition geben. Richtig. Energiezellen. Mehr als genug. Akzeptiert. Nee, er nimmt ballistische Waffen. Richtig. Naja, okay. Dann kann er die für uns tragen. Und wir können jetzt Richtung Zentrum wieder zurück. Und dann Richtung Polizeirevier. Auf geht's.